Hallo und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wir graben schon fleißig, was heißt wir? Die Hilde gräbt und ich beschütze sie ein bisschen. Da hier schon wieder relativ viele Kannibalen am Start sind. Aua, ich dachte, du beschützt mich. Ja, ich habe gerade einen hinterher geguckt. Außerdem, ja, siehst du doch beim Graben, ob der kommt. Der kam von hinten. So. Nee, ich kann noch nicht öffnen. Ich dachte, es reicht schon. Und er weint und weint. Ich möchte jetzt wissen, was da unten ist. Jetzt. So. Gut. Und ist es Maintenance B? Warte. Das wäre cool. Wieso kommt denn die Animation jetzt nicht? Okay. Doch, da ist doch Türöffner-Animation. Hat bei mir jetzt nicht geklappt. Okay. Gab's ja nicht noch was anderes außer Seile? Nee, ne? Seile und Katzenfutter. Da haben sie scheinbar so ein Fable für. Okay. Ja, gut. Gehen wir mal reingucken, oder? Ja, ich habe nur tatsächlich die Animation nicht mehr, verdammt. Vielleicht kann ich rein, wenn du die Tür aufmachst. Ja, Maintenance B. Yay. Nice. Ich mach mal den Türöffner. Ja. Josy. Jetzt runtergehen kann ich. Seltsam. Irgendwie buggt's heute bei mir ein bisschen. Ja, das mit dem Rausfliegen war auch seltsam. Ach, das war fies. Ach, ich bin schon wieder munitionslos übrigens. Hey, geil, mehr Seile. Ach nee, das sind Schläuche. Fast. Da war Klebeband, das hast du aber gesehen, ne? Ja, das habe ich auch eingesackt. Hä? Hier unten sieht es so aus, als würde dein Oberkörper leuchten. Echt? Mhm. Okay. Ja, stimmt, bei dir auch. So, warte mal, ich hau mir auch gerade mal was rein hier. Ach, so. Lass die Füße. Was war das? I don't know. Ich hab nur auf den Müllsack gehauen. Hat sich seltsam angehört. Aber ich muss sagen, die Wohnungen sehen immer ähnlich aus, ne? Ja. Die sind sehr ähnlich aufgebaut und immer so trostlos, ohne Fenster. Und sie machen nicht mal sich die Mühe, wie bei, wenn du eine Kreuzfahrt oder so machst, dann hast du ja selbst bei einer Innenkabine, wollen sie dir ein Fenster suggerieren. Die Mühe machen sie sich hier gar nicht. Oh, Schalldämpfer collected. So ein Luxustempel. Schalldämpfer? Mhm. Okay, cool. Nice. Ja. Aber irgendwie in meiner Knarre ist aber schon Schalldämpfer dran. Hey. Okay. Oh, ein 3D-Drucker habe ich gesehen. Geil. Halt nicht füllen, weil er funktioniert gar nicht. Guck mal, der ist offline. Ich habe nämlich auch gefüllt, ich Depp. Hä? Nee, bei mir ist er nicht offline. Echt? Hä? Ja. Seltsam. Trinkflasche, Maske, Enterhaken, Techmesh, Schlitten, Pfeile. Okay. Ich guck mal, ob er druckt. Okay. Ja, guck. Ich werde von dem Spiel gemobbt. Brauchst du was? Lass mich mal checken. Techmesh können wir drucken. Oder Pfeile.
gucke, ich gucke. Oh, ich habe 12 Stück Pfeile, 3D gedruckt. Eigentlich habe ich genug Pfeile. Wir könnten mal... Wobei, nee, das Tech-Mesh war ja so geil auch nicht, oder? Gut, ich weiß nicht, wie viel Schaden es halt aushält, ne? Aber wir müssen hier eh ein bisschen Druckerharz loswerden. Na dann. Tech-Mesh? Ja. Tech-Mesh. Und vielleicht noch ein, zwei Enterhaken, oder? Ich weiß nicht, wie viele du hast. Ich habe 6. Ah, okay, ich habe 4, also 6 aber das bedeutet fertige. Ja... Ja. Ja, 6 fertige habe ich. Aber ich kann auf... Gibt's Enterhaken? Sieht so ein bisschen aus wie James Bond. Ist das so, ja? Mhm. Da schnappt ihr mal die beiden Haken. Ja. Gut, dass der Drucker auf dem Tisch steht. Ja, stimmt. Ah, jetzt könnte ich ihn auch benutzen. Komisch. Echt komisch. Schnappt jemand das Tech-Mesh? Sieht aus wie eine Bienenwabe. Schnappt ihr gleich mal das Tech-Mesh? Ei, ei, ei. Ja. Tech-Mesh? Tech-Mesh? Ich mache uns mal ein Feuer, damit ich das Fleisch durchbraten kann. Mhm. Mal schauen, ob das hier geht. Auf der Couch. Cool. Dann brennt's besser. Musst dir gleich mal das Tech-Mesh nehmen? Nee, nimm du's bitte. Oh nein, was ist jetzt los? Das sind die Sprinkler, die losgegangen sind. Ja, toll. Versuch's mal am Brennen zu halten mit Blättern. Ja, ich glaube, das brennt aber auch eine gewisse Weile, oder? Weiß nicht. Oh Mann, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, Fleisch ist fertig. Nimmst du? Ich habe mir schon 2 Stücke runtergenommen. Boah, es ist laut, hey. Sorry, dass ich so still bin, aber Mann, es ist laut. Ja, ja. Kenn ich irgendwo, ja. So, ich habe mein gesamtes Druckerharz verbraten. Okay, soll man meins auch noch verbraten? Wenn du möchtest. Komm mal mit. Wir können ja während des Druck weiter gucken. Wir müssen ja bestimmt eh zurückgehen. Ja, guck mal, der wäscht Haare. Nee, meine feuchten Träume sind gerade in Erfüllung gegangen. Was? Oha. Oh, das ist ja geil. Gott sei Dank gibt's den noch. Der ist ja geil.
Danke, Kumpel. Tja, meinst du, er hat die Haare sauber gekriegt, bevor er gestorben ist? Geschoss. So, dann drucke ich ja doch noch ein paar Pfeile, glaube ich. Ich bin in meinem Nebenraum, weil mir dieser Sprinkleralarm ein bisschen auf den Zwirn geht. Ja, mach mal. Okay, noch kurz was. Hier gibt's auch nur Draht. Oh, Druckerharz gibt's hier. Oh, überall ist dieser Schleim. Ich entspanne auch mal kurz meine Ohren. Wie kann man denn die Pfeile wechseln? Runter und dann R gedrückt halten. Also nach unten gucken, dass du das R auch siehst. Und nicht gedrückt halten, einfach drücken. Ist gerade falsch gesagt. Okay, ist ja geil. Oh, endlich haben wir einen Compound-Bogen. Ich liebe den Compound-Bogen. Sehr geil. So. Druck gibt es, glaube ich, die letzte Runde Techmesh und dann können wir gehen. Sehr gut. Wo wird denn die gelagert, das Techmesh? Hab noch nicht geguckt. Ah, hier. Ich habe so ein Ding noch gar nie hergestellt. Ich habe weder Leiterplatten noch Batterien. So, ich gehe mal schon raus und guck mal auf die Map, wo wir als nächstes hingehen könnten. Mhm. Da lungern natürlich die Eingeborenen noch rum. Oh, der Bogen, wie gut, oder? Ja. Über den freue ich mich wirklich richtig. Und ganz glückselig wäre ich, wenn es auch noch das Katana gäbe. Das Katana wäre echt nice, ja. Mhm. Als Alternative zur Axt, das war ein bisschen schneller als die Axt, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, es hat so einen Fetz gemacht, damit rumzuhacken. Ich würde gerne mal kurz speichern, bevor es wieder backt bei mir. Mhm. Das wäre nämlich ärgerlich. Wo bist denn du? Ah, da. Kelvin, was soll das? Ihm kann man nicht sagen, geh nach Hause, oder? Mhm. Schade. So, was macht meine Trinkflasche? Oh, da kommt wieder so ein großer. Lass uns mal ein bisschen von hier weggehen und dann kurz was zum Speichern aufbauen. Ah, warte, die Seile will ich noch mitnehmen. Die Gier. Hast du Seile verbraucht? Die verbrauche ich jetzt gleich. Naja, wo bist denn du hin? Ich bin in dem kleinen Tümpel. Ich muss nämlich mal jetzt, wo ist denn der Bogen? Da. Gut. Lassen wir uns ein Stück gehen. Mhm. Ich würde übrigens fast wieder sagen, wir waren ja auf der anderen Seite des Gebirges, bevor wir dann in die größte Höhle der Welt gegangen sind. Ich würde da wieder zurückgehen. In die Höhle? Nein, nicht in die Höhle, auf die Seite. Achso, ja, das können wir machen. Wir müssen halt auch mal ein bisschen Vorräte auffüllen, oder? Bist du schon wieder am Start? Dadurch, dass wir da die Fleischsession gemacht haben, stehe ich ganz gut da, ja.
Naja, okay. Wie gesagt, ich brauche jetzt nur mal kurz was zum Speichern. Mhm. Weil ich habe keinen Bock, dass auf einmal mein Bogen weg ist. Ach guck mal, da ist schon wieder Virginia. Naja. So, ich speichere. Zack. Oh. Okay, der Compound-Bogen ist gut. Okay, möchtest du auch speichern? Ja, ich komme. Ich habe mir nur schnell noch meinen Ledersack geholt. Der eigentlich jemand anders gehörte. So, dann baue ich das wieder ab und dann gehen wir mal Richtung andere Seite. Sollen wir am Strand entlang gehen oder so querfeldein? Hast du da... Nee, ich hätte auch mal Bock, am Strand wieder lang zu gehen. Wir sind ja auf der einen Seite noch nicht am Strand gewesen, ne? Pass auf. Was? Da waren nämlich schon wieder so Kannibalen. Ah ja. Ja, dann gehen wir mal runter zum Strand. Pack jetzt meinen Schlitten aus. Bin mutig. Oder dumm. So, bis gleich. Ah! Okay. Läuft's? Ja, meistens. Ich bleib ab und zu an irgendwelchen Fischen und Bäumen hängen. Ja, ich habe mir das Schlitten auspacken jetzt gespart, weil ich keinen Bock hatte, dass sie mich derweil schlagen. Ja, ich war auch nicht wirklich schneller als du, stelle ich fest. Und der Kelvin, der dackelt da hinterher. Ne? Und das in seinem schicksten Anzug. Och, kann man mit dem Schlitten eigentlich den Fluss runterfahren? Das probiere ich jetzt mal. Da ist doch ein Fluss. Das wäre witzig. Wir könnten natürlich auch durch die Höhle zurück. Nein, war ein Spaß. Nee. Also im Moment bin ich mit Höhlen ein bisschen geheilt. Muss okay. Ich sagen. Nee, ehrlich, deswegen habe ich auch mal echt Bock, am Strandland zu gehen, weil die Höhle, die drückt ja schon arg. Und wenn wir jetzt auch noch hier im Wald sind, ist zwar schon mal wieder ganz cool, aber ich brauche einfach mal ein bisschen Weitsicht. Guck mal. Du fährst tatsächlich mit dem Schlitten auf den Fluss. Das ist so witzig. Das will ich das auch. Das geht auch ganz gut ab. Dass das funktioniert, ich lache mich tot, ey. Geil. Man kann halt aber auch nur so semi lenken, ne? Ja. Aber man kommt schnell voran. Oh, was passiert, wenn man den Wasserfall runterfährt? Dann macht man einen Freiflug. Und zwar einen richtig ordentlichen. Bist du gerade mich reingefahren? Nee. Nee, hat sich gerade so da so aus. Ich bin ein bisschen unter Wasser mit meinem Schlitten gewesen. Ja, das war witzig. Och, da wird's einem aber auch schlecht, wenn man das eine halbe Stunde lang macht, oder? Yay, yeah, ich komme! Yay! Yeah. Schön war's. Aber coole Idee eigentlich. Und das Beste ist, wir haben Kevin abgehängt. Alias Kelvin. Genau, das war ja Sinn der Sache. Oh, hier ist ein Boot mit einem Seil, schon wieder. Oh, alles Tretboot hier, ne? Fährt man auf dem Meer mit einem Tretboot rum? die sich verfahren haben. Da, der Kapitän hier. Alkohol. Geld. Oh, noch mehr Alk. Geld. Hä?
Kelvin ist schon da. Hä? Wie hat er denn das gemacht? Ich hätte gern diese Kapitänsmütze. Im ersten Teil gab's doch eine, oder? Echt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja. So, wollen wir mal schläfeln? Ach nee, schläfeln müssen wir eigentlich gar nicht. Oder? Eigentlich wollte ich dir aber genau das vorschlagen. Wobei, solange wir am Strand entlang laufen, ist ja egal, wenn es dunkel ist, oder? Ich denke da immer so ein bisschen an unsere Zuschauer, aber es ist ja relativ hell heute Nacht. Ja, hier gibt es aber viele Boote, gell? Ja. Aber wir müssen in die andere Richtung. Okay. Night swimming deserves a quiet night. Tja, da guckt Kelvin jetzt blöd und er denkt sich, Mann, jetzt muss ich schon wieder außen rumlaufen. Tja. Gemein. Mir fällt auf jeden Fall auf, wenn du beim Compoundbogen die schlechtesten Pfeile ausrüstest und du steckst ihn weg und nimmst ihn wieder in die Hand, dann nimmt er wieder die besten Pfeile auf dem Bogen. Die Kohlefaserpfeile, ne? Mhm. Findest du das gut oder findest du das schlecht? Ich finde das eigentlich blöd, weil manchmal willst du vielleicht gar nicht die guten Kohlefaser verbraten, weil davon hast du halt auch nicht so viele und die anderen kannst du halt billig nachcraften, ne? Ja, das ist ein Punkt. Und ich glaube, eins, zwei, drei, ich mache mir gerade mal welche. Und ich glaube, dass auch die billigen wahrscheinlich mit dem Compoundbogen schon mehr Bums haben. Wahrscheinlich. Ich kann übrigens immer noch zaubern, wollte ich mal so sagen. Echt, trotz Update? Ja, trotz Update kann ich immer noch verrotteten Fisch zu nicht mehr verrotteten Fisch machen und das gleich mit Fleisch. Okay. Immer noch creepy. Ja. So, ich sammle mal gerade noch ein paar Steine auf. Sollen wir? Ich habe gerade einen Lederbeutel aufgemacht und da waren 31 Schrotkugeln drin. Warum auch immer. Boah, was? Ja. Das ist ja richtig hart. Ja, jetzt bräuchten wir halt auch nur noch eine Schrotflinte, ne? Ja, stimmt, die fehlt uns auch noch. Wobei, wenn ich es mir aussuchen dürfte, Katana oder Schrotflinte, ich würde tatsächlich das Katana nehmen, ne? Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich glaube, die Schrotflinte ist wahrscheinlich für irgendwelche Bossfights ganz geil, aber das Katana ist halt so alltagstauglich. Wo kommt denn Kelvin jetzt her? Das ist die Frage. Ist das überhaupt Kelvin? Das ist eine sehr gute Frage. Aber du hast recht. Katana bräuchte man öfter als Shotgun. Ja. Wahrscheinlich. Ach, das ist schon fast romantisch, oder, Necro? Was denn jetzt genau? Hier der Strandspaziergang in der Nacht. Ich habe 44 Schrotkugeln gekriegt. Ist das bitter. Angeber. Also nicht wegen der Menge, sondern das ist bitter, weil es so viele gibt. Bist du hier auch über den Ausläufer? Nee, ne? Ich bin kurz auf diesen Steinhalbkreis, um zu gucken, ob ich da was erspähe, aber ich habe nichts erspäht. Dafür erspähe ich schon wieder den nächsten grünen Punkt, den ich ansteuern würde. Und der ist nämlich auf der anderen Seite des Sees, zu der Höhle, die so ewig groß war, zu dem Höhleneingang. Naja. Ich bin für alles haben. Sehr gut. Jetzt waren wir aber schon ewig nicht zu Hause, gell? Ja. Weiß schon gar nicht mehr, wie unser Zuhause ausschaut. Hast du Heimweh? Nee. Nee. Katana-Bock habe ich. Was ist denn das hier? Oh. Geil. Energy Drink, den hauen wir rein, oder? Ich würde gerne den Wein trinken. Ja, Flaschenöffner hätten wir vielleicht. Könnten wir basteln.
Danke, liebes Spiel. So. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir bald durch sind. Ja, das Gefühl habe ich auch. Zumindest mal jetzt für die Early-Phase. Ja. Ja. Weil ich meine, da kommt ja noch wahrscheinlich mehr rein, ne? Aber. Ja. Machen wir eigentlich Staffel 2, wenn es aus dem Early raus ist erst? Hast du da schon dir mal Gedanken gemacht? Ja, ich habe mir dazu tatsächlich Gedanken gemacht. Und ich würde sagen, ich würde das ganz stark davon abhängig machen, was so reingepatcht wird. Wenn es nachher irgendwas voll Geiles gäbe, wo wir sagen, oh, geil, dann wäre es natürlich zu überlegen, ob man auch vorm Release nochmal eine Staffel macht oder ob man sagt, okay, da kam jetzt nichts Weltbewegendes mehr, aber was weiß ich, vielleicht noch Sorry-Elemente oder ähnliches, dann könnte ich mir auch gefallen lassen, zum Release nochmal eine Staffel zu machen. Ja. Okay. Ja, finde ich, also matcht so ein bisschen mit dem, was ich mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Okay, Schneebären sind bäh. Hätte ich es dir sagen können. Ja, aber ich kannte die noch nicht. Ich musste die ja mal probieren, ne? Alles steckt das sich in den Mund, nein. Mein Gott. Ja, ich bin sehr oral fixiert. Was? Okay. Ja, das sagt man doch bei Kindern, wenn sie alles sich in den Mund stecken, das ist eine orale Phase, oder? Ja. Ja, ja, siehst du? Scheint aus meiner Kindheit übrig geblieben zu sein. Gibt aber auch keine so eine Rettungsinsel mehr im Wasser, ne? Ich habe jetzt keine noch gesehen bisher. Die war ja auch beleuchtet, ne? Die war ja sehr eindeutig. Nee, die war nicht beleuchtet. Die hat man am Tag nur gut sehen können, weil die so dieses Warnrot hat oder Warnorange. Ach so, stimmt, ja. Sie hat farblich geleuchtet, aber nicht tatsächlich. Ja. Ja, hier rechter Hand scheinen ja dann gleich nochmal irgendwelche... Das ist eine Halbinsel. Sehe ich da eine kleine Verbindung? Auch gerade kurz hier. Ob man irgendwas sieht, aber. Nee, es sieht nicht so aus. Ich hätte eigentlich auch gerne ein Fernglas. Ich meine gelesen zu haben, dass es in dem Spiel ein Fernglas gibt und das finde ich schon auch noch cool. Ah, stimmt, du hast recht, ja. Da hätte ich schon Freude dran. Okay. Da ist gerade ein Stück Holz aus dem Wasser gehüpft. Das war seltsam. Ja, ich habe auch schon welches gesehen, was so in der Flut da ein bisschen so an den Richtung Strand getrieben wird. Oh, ist denn hier? Noch drei Seile. Brauchst du noch Seile? Nee, danke. Kein Wunder, dass sie immer alle Leute irgendwo aufhängen, weil es gibt halt sehr viel Seile, ne? Oh, wenn wir schon Seile haben, dann müssen wir auch jemanden dran aufhängen. Ja, absolut logisch. Oder versenken mit Steinen, wie man in der Höhle gesehen hat. Oh, stimmt. Ich habe auch gerade ein Holz gesehen, was aus dem Meer gesprungen ist. Witzig. Ich muss gerade mal gucken, wie spät haben wir es überhaupt? Ach, gerade mal 12, ne? Mitternacht. Bist du erst rüber geschwommen oder außen rumgelaufen? Ich habe meinen Neopren angezogen und bin mal kurz rüber geschwommen. Ah, okay, weil da würde ich nämlich außen rumlaufen, um zu gucken, dass wir nichts verjesse. Okay. Hier wäre vielleicht aber auch ein cooler Bauplatz gewesen. Ich muss da mal eben kurz hochgucken. Ja, nur, dass man mal ein Feeling hat für die nächste Staffel. Weil an der gleichen Stelle bauen würde ich jetzt nicht. Nee. Zumal die, ich fand die Stelle okay und es war ganz witzig mit diesem See und so, aber dass es dann natürlich blöd ist für Virginia und Calvin und alles, daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. War ja okay, das hier ist ein stinknormaler See. Falls du Durst hast...
Nö, alles im grünen Bereich. Schnell. Schnell was hier drunge. Ich latsch hier weiter am Strand entlang. Die Insel, wo ich da bin, ist scheinbar unspektakulär. Igelwurz gibt's. Nee, Guarana-Samen gibt's hier. Guarana-Beeren. Die sind geil. Ja, die gibt's hier auch gerade. Ich drück mir die paar da grad mal rein. Nice. Ah, die sind richtig geil, gell? Die haben auch echt, finde ich, eine merkliche Reaktion auf die Müdigkeit. Also ich finde, das ist besser als bei Hunger und Durst. Das füllt den Kreis viel schneller auf. Ja. Die sind echt super, die Dinger. Also viel los ist hier aber auch nicht, ne? Nö. Es ist echt wie ein gemütlicher Strandspaziergang. Also hier auf dieser Insel gibt es ja auch echt gar nichts. Ich glaube, ich komme jetzt wieder rüber geschwommen. Gar nichts, gar nichts? Du hast hier nicht umrundet, oder? Nee, ich habe halt mal so geguckt, aber... Also ich laufe gerade außenrum. Naja, viele Klippen, viel Seetang. Punkt. Oh, da sind tatsächlich hier Kannibalen. Oh, super. Ich muss meinen Bogen einschießen. Gute Idee. Sehr gute Idee sogar. Gleich mich mal an. Mach das. Okay. Stopp. Oh. Hab ihn erwischt. Den im Busch. Ja. Ja. Oh, da kommen noch zwei da hinten. Juhu. Schießt du mit den besseren oder mit den schlechten Pfeilen? Mit den schlechten im Moment. Ah ja, ich auch. Wir sind voll die Sparfüchse. Ne? Gespart wird. Aber der Bogen sieht echt geil aus. Oh, love it. Guck mal. Geil, oder? Ja, der ist echt cool, ja. Du hast übrigens noch deinen Danke. Entenfüße. Was wir noch machen könnten eigentlich, warte mal, das könnten wir mal schnell machen. Was denn? Erstmal gucke ich mal, ob ich noch Knochenrüstung basteln kann. Weil dann können wir nämlich auch wieder ein bisschen Seil mitnehmen, ne? Okay. Dann würde ich sagen, ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bleibt uns gesund, genießt die Zeit. Bis gleich. Ciao. Ciao.